So Leute, willkommen zurück zum Pokémon zu hier Kampf gegen Bills Dragon Ball Xenoverse. Ich musste noch mal ein paar Sachen austauschen, weil ich hatte ja das reingemacht, dass man im zweiten Zug einen 3000er Bonus kriegt. Das funktioniert nicht. Also ja, 3000er Bonus, der wirkt dann zwar, aber nur für die Runde und auch nicht so, wie man sich das denkt, dass man dann trotzdem noch übertreffen kann und zuerst angreift, sondern man greift nicht zuerst an, hat trotzdem diesen Speed-Bonus auf dem einen Charakter, damit dieser Charakter von seinen eigenen Charakteren als erster angreift. Ist also ziemlicher Schwachsinn. Bringt einem also eigentlich gar nichts. So, wir bleiben mal hier dabei, dass wir in der ersten Runde einen Schlag kassieren. Den nehmen wir mal hin. Piccolo überlebt das, das ist gut. Piccolo muss das nämlich überleben. Und ich habe auch rausgefunden, warum die eine Aufnahme von mir kaputt war. Mein Headset kriegt, glaube ich, langsam Wackelkontakt. Der USB-Port bzw. das Kabel macht langsam schlapp. Da muss ich mal gucken, ob ich es irgendwie reparieren kann, irgendwie stützen kann. Ansonsten wird dann wohl irgendwann mal ein neues Headset fällig. Oh Gott, das kriege ich mit den YouTube-Einnahmen nie wieder rein. Da muss ich viel mehr machen. So, ich habe ein bisschen mit Vados trainiert. Das ist natürlich jetzt eine andere Hausnummer gegen den guten Bills, aber das passt schon. Wir kriegen ja sogar einen Abwehrplus. So, Piccolo überlebt das bloß. Knapp, aber überlebt. Wir haben es auch überlebt und Bills zieht uns jetzt die Hälfte vom Leben ab und dann ist gut. So, jetzt sind wir nämlich am Drücker. Und wenn wir am Drücker sind, dann gibt es hier richtig Ärger. So. Den einfach weggehauen. Ihm hier schon mal Schaden gemacht. Bisschen schade, dass Whis nicht draußen ist. Die Whis-Figur, die hätten wir eigentlich gebraucht, dass wir sie verlangsamen können. Es ist an sich das gleiche Set, wie die Vados haben. Es sind die gleichen Charaktere, es sind nur andere Figuren bzw. andere Level. Während Vados zum Beispiel ein Speedster, Dings hier, wie heißt er? Freezer hat, ist es hier ein Angriffsfreezer? Ein anderer, so ein Goku ist es, ja. Es ist halt schon ein ziemlicher Unterschied. So, jetzt müssen wir aber links verteidigen. Ich würde auch ehrlich gesagt ihn hier opfern und ihn hier nehmen. Weil ich jetzt denke, dass wir eher den Erstschlag haben. Ist auch sehr interessant, dass jetzt die Figuren anders stehen. Dass der Bild von da wegbewegt wurde, ist eine interessante Entscheidung. Bedeutet aber auch, wir können dem Bild jetzt noch keinen Schaden machen. Aber dafür dem Freezer einiges. Ah, da haben wir knapp gewonnen. Reicht auf jeden Fall, dass wir hier ordentlich Schaden machen können. Also Bills nimmt auf jeden Fall jetzt wieder normal Schaden. Sein Verteidigungsplus kann er sich an die Haare oder kann er sich an sein Fell stecken. Ja. Kann er voll vergessen. Dem Vegeta verpassen wir auch gleich ein paar, damit er ausgetauscht wird. Damit er uns in Zukunft nicht mehr belästigt oder zumindest so gut wie nicht mehr. Nicht mehr bevor wir die Ulti einsetzen können. So. Und der Freezer kriegt auch gleich noch ein bisschen was auf die Schnauze. Einfach bloß, weil es Freezer ist.
Dummerweise sind die jetzt dran mit dem Gegenstart. Unser erster Toter, ja, Goku sollte es eigentlich überstehen. Hoffe ich zumindest. Ganz knapp. Dummerweise wird Piccolo das nicht überleben. Den hätten wir eigentlich noch gebraucht. Aber wenn er jetzt die Ulti nicht senkt und wir haben den Erstschlag, dann sollten wir eigentlich eine ganz gute Chance haben. So, Ultimativangriff ist bereit. Wir haben jetzt natürlich ein paar ziemlich schnelle Leute verloren. Wir hoffen jetzt einfach mal das Beste. Nämlich, dass wir zuerst angreifen. Es sind zwei Charaktere mit gesenkter Geschwindigkeit draußen von ihm. Das heißt, die Chance ist hoch, dass wir unsere Ulti zünden und damit zwei Charaktere von ihm wegpusten. Mit Glück ist der Whis auch dran. Weil wenn der Whis weg ist, dann ist vorbei. Wenn er nur noch die anderen beiden Charaktere hat, hat er verloren. Die kriegen wir kaputt. Zumal beide ja schon recht angeschlagen sind. Und das sieht gut für uns aus. Das sieht sehr gut für uns aus. Ich hoffe, wir töten auch den Whis, dann sollten wir eigentlich gewinnen. Dann hätten wir es jetzt endlich geschafft, Bills zu besiegen. So, den Bills machen wir aber schon mal ziemlich fertig. Einfach bloß, damit die Ulti auch ja tötet. Und ich hoffe, sie tut's. Ja, alle drei weg. Und die anderen beiden Charaktere haben nicht so viel an Geschwindigkeit. Das heißt, die sollten wir eigentlich auch locker übertreffen. Und jeder von unseren sollte einen von ihnen töten können. Wenn ihr mal guckt, ja, die haben gar nichts. Kommt zusammen vielleicht auf 5000. Der da hat kaum Abwehr. Der da hat kaum Abwehr. Jeder von uns kommt über 4000. Das ist eine Kleinigkeit. Vor allen Dingen, wenn unser Vegeta den Vegeta haut, dann ist das Spiel gelaufen. Das heißt, wir können Bills besiegen und die Story endlich beenden. Ja! Ist das unser finaler Sieg? Wenn jetzt irgendwas mit der Aufnahme nicht stimmt. Ich erschlag irgendwen. Egal, dann fehlt halt Systemsound und ich synchronisiere nach, aber wir holen uns den Sieg. So, kommt Leute, verprügel den. Du fängst gleich mit dem echten Bills an, das ist okay. Brauchst den echten Bills nicht umbringen, die Figuren sterben gleich, aber mach ruhig. Gibt uns natürlich einen Vorsprung. So, der da war wichtig, dass er stirbt, weil der ja die Ulti zündet. Der andere ist eigentlich recht egal, sage ich mal. Wenn er nicht sterben würde, würden wir ihn dann final umbringen. Aber er ist gestorben. Die Runde ist vorbei. Wir haben gesiegt. Und ich pack's nicht. Wir haben das Finale geschafft. Mehr Abwehrzug 5. Eine neue Story wurde hinzugefügt. Ich dachte, es wäre jetzt mal Feierabend. Ich dachte, wir hätten jetzt endlich gewonnen. Dragon Ball Xenoverse bis zum nächsten DLC fertig. Das hat richtig Spaß gemacht. Diesen Sieg hast du dir verdient. Das war umwerfend. Was für ein fabelhafter Kampf. Gut gemacht. Konton City ist sicher, dank dir. Also ist es unentschieden. Ich denke, damit komme ich klar. Jedenfalls fürs Erste. Nun, Champion, ich biete dir meine Glückwünsche. Noch gibt es keinen Champion. Hm? Was machst du? Sieh die Turnierliste an. Siehst du nicht, dass das Halbfinale ist? Jetzt kommt noch das Finale. Ernsthaft? War mir nicht klar. Mir auch nicht. Zu deiner Information, mir schon. Dann sag's mir doch.
Ich war über den Sieg über Lord Bild so erleichtert, dass ich das ganz vergessen hatte. Und wer ist sonst noch im Finale? Das andere Halbfinale ist offenbar auch schon vorbei. Und die Teilnehmer sind auf dem Weg hierher. Also gut, es ist Zeit, den anderen Kandidaten vorzustellen, der es ins Finale geschafft hat. Wer könnte das sein? Stimmt, Goku. Oder Gogeta, weil sie fusioniert haben. Ne? Da ich möchte Sneak Peek. Gogeta, ich wusste es. Weil die Einzelnen sind ja rausgeflogen. Und die haben sich dann gedacht, als Fusion dürfen sie noch mitmachen. Mhm. Das ist es nämlich. I see what you did there. So, Vegetto hat sich gut geschlagen, den boosten wir. Den, für ihn reicht's leider nicht mehr. Und jetzt ist hier noch Zeit vom Part übrig, ne? Das heißt, wir müssen uns jetzt nochmal in die Story schmeißen. Er ist für den letzten Kampf zurückgekehrt. Das Schicksal von Content City und der Turniersieg liegt in deinen Händen. Hätte Bulma nicht zum Schutz von allen einfach sagen können, das Turnier ist vorbei. Oh Gott, ich habe mich schon gefragt, was mit denen passiert ist. Aber es war ja Finale, dachte ich. Das Finale beginnt. Kandidaten, bitte tretet ein. Hey. Was? Das ist doch der aus Universum 7. Nein, Moment, das ist der nicht, hä? Son Goku? Nein, Vegeta. Ich bin weder Son Goku noch Vegeta. Ich bin der Bote deines Untergangs. Ich verstehe. Son Goku und Vegeta haben fusioniert. Dann sind sie jetzt vielleicht Vegeta? Unfair, das ist total unfair. Nein, es gibt keine Regel gegen eine Fusion. Das ist also fair. Wenn Gogeta gewinnt, gewinnt Universum 7. Das macht wieder Spaß. Das kann unmöglich wahr sein. Vor ein paar Minuten war alles eitel Sonnenschein. Aber ich spüre schon wieder dunkle Wolken aufziehen. Tja, sieht so aus, als hinge wieder mal alles von dir ab. Ist doch egal, ob es Gogeta oder Vegeto ist. Nutze dein Können und mach ihn fertig. Es ist vielleicht ein bisschen unbescheiden, aber ich wollte eine Chance auf einen Rückkampf gegen dich. Also, geben wir unser Äußerstes. Buh! Gogeta Super Saiyajin. Nein, danke. Ausgerechnet gegen den, ne? Hätte es nicht irgendwer anders sein können. Ja, ja. Fusion von Goku und Vegeta, ich weiß. So, ich würde sagen, wir lassen uns wieder... Warum leckst du denn? Wir lassen uns auf der einen Seite wieder mal ein bisschen treffen und gucken mal, was er so drauf hat. Ah, der Gotenks. Der hat viel Angriff. Ich meine, der Buu hat nicht viel Leben, den kennen wir ja. Den hauen wir weg. Mr. Satan hat viel Speed, das heißt, die haben den Erstschlag. Das bedeutet, wir können uns von Piccolo eigentlich verabschieden. Der hat starke Figuren. Ja, Mr. Satan kann halt nichts außer Speed. Der hat keinen Angriff, keine Verteidigung. Wenn wir ihn treffen, ist er tot. Aber solange er dabei ist, ist der Speed einfach unschlagbar. Naja, ist jetzt ja 400 Schaden. Das bringt's nicht wirklich. Oh, aber der haut ganz schön zu. Warum haben wir den nochmal ausgemustert? Weil er schlecht war. Dachte ich. Oh, Piccolo steht doch noch. Gut, also Bu dürfte eigentlich nicht lange durchlaufen. Ich weiß, er hat 50% Regenerationsfähigkeit, aber trotzdem. Oh, der Gotenks hat aber extrem viel Leben. Das könnte eine andere Gotenks-Version sein mit mehr Leben. Weniger Angriff. Obwohl unsere, glaube ich, auch recht viel Leben hat. Also ich weiß es nicht. Unsere Version. Aber den haben wir ja eh nicht dabei. Weil ich den noch nicht gelevelt habe. Gut, der erste Buu ist weg. Also der erste Gegner, die erste Figur.
20%, ja, das ist die gleiche Fähigkeit, die unsere auch hat. 9000 Geschwindigkeit, ne? Ich überlege gerade, wen ich wohin stelle. Ich glaube, die beiden. Nee. Er könnte sogar einen Schlag noch überleben. Dann schicken wir ihn mal rüber. Weil wir müssen diesen Mistkerl aus dem Weg schaffen. Mr. Satan muss weg. Mr. Satan muss weg. Mr. Satan muss weg. Muss er jetzt wirklich? Und ich glaube, wenn. Ich wollte gerade sagen, wenn wir einen Erstschlag haben, aber. Ganz ehrlich, der Zug ist abgefahren. Und wir verlieren gleich zwei Figuren. Deswegen wäre eigentlich ganz cool, wenn wir Mr. Satan weg hätten, dass wir dann in Zukunft zumindest die Erstschläge hätten für die Ulti dann. Obwohl wir natürlich sehr viel verlieren dadurch, dass wir jetzt zwei eigentlich recht gute Charaktere verlieren. Oh, ein recht guten Charakter verlieren. Obwohl, wir wissen nicht, wie es um Goku bestellt ist. Auch ganz knapp überlebt. Leider Piccolo nicht. Nee, Piccolo geht's nicht so gut. Oh, dem machen wir ja kaum Schaden. Aber wir machen ihm Schaden. Jetzt halt wichtig, dass wir Mr. Satan haben. Oh Gott. Kriegen wir ihn dazu, Mr. Satan auf die Ersatzbank zu schicken? Ich will's hoffen. Hoffentlich ist Mr. Satan so stark angeschlagen, dass er ihn auf die Ersatzbank schickt. Ne, der macht sogar die Ulti. Ne, den Kampf müssen wir dann nochmal machen. Wir müssen aber, glaube ich, nicht so viel leveln, wenn wir das Ganze ein bisschen strategischer angehen. Also, wir wissen ja, wo er seinen Mr. Satan, platziert im Normalfall. Das heißt, wir greifen gleich am Anfang den Mr. Satan an, mit zwei Charakteren. Lassen rechts, wo ich normal den Vegeta habe, die Seite lassen wir ungedeckt. Und ja, blocken mit Piccolo. Und ich denke, dann sollte das eigentlich was werden, weil wenn der Mr. Satan erstmal aus dem Weg ist, dann ist das Spiel schon wieder einfach. Dann ist es auch ein ganz anderes Spiel eigentlich. Weil dann haben wir Erstschlag. Ja, gut. Fusion gegen Fusion. Unsere Fusion steht zum Glück noch. Und das Schöne ist, er hat unseren Vegeta nicht angekratzt. Das heißt, auch wenn wir jetzt noch drei Charaktere übrig haben, zwei davon fast tot sind, wir setzen eine Ulti ein. Aber er hat den Mr. Satan wieder geheilt. Jetzt ist er tot. Aber er hat halt seine Ulti wieder voll, ne? Und Gotenks hat diese zusätzliche Abwehr. Ja, seine Ulti ist leider voll. Und der macht unsere Ulti wieder weg, aber das ist uns egal. Wir können theoretisch einen Schlag kassieren. Da überlege ich jetzt gerade, wo wir angreifen. Wir greifen in der Mitte an. Verlieren wir einen Charakter, aber wenn wir schneller sind, verliert er zwei. Obwohl, ne, er verliert auch einen. Wir verlieren beide einen. Okay. Nein, diese 10% Dinger. Und in Reihe, das heißt 30%. Das ist natürlich, das ist eine ordentliche Abwehr. Könnten wir uns auch überlegen, ob wir sowas nicht einfach. Und er ist immer noch schneller als wir. Aber die 300% verpasst? Das ist gut. Glaube ich. 20%. Ach, der macht nochmal 20% auf erlittenen Schaden. Okay, die haben alle noch einen Boost für Abwehr.
mal gucken, ob wir den dann überhaupt tot kriegen. Weil er halt wieder volles Leben hat. Ha, unser Vegeta, unser Profikiller sozusagen, der mit dem höchsten Angriff von allen, mit dem allerhöchsten Angriff von allen, hat jetzt mit zwei Angriffen 1000 Schaden zurück. Vegeta macht ja immerhin einen ganz ordentlichen Job. Der. Ich fürchte, das war's. Ich habe zwar gedacht, wir können jetzt einfach den Gogeta besiegen und haben dann gewonnen. Aber so einfach wird es uns nicht gemacht. Wir haben sogar überlebt, aber leider unsere Figuren nicht. Na gut, Leute. Dann würde ich aber sagen, ihr lasst mir jetzt einen Kommentar da. Einen Daumen nach oben würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir vielleicht nochmal gegen Gogeta kämpfen. Bis dann, euer Wolf.